Hallo, in diesem Video werden wir uns den SQL-Befehl SELECT mal anschauen. Ich habe hier eine Datenbank mit zwei Tabellen, einmal Formel-1-Fahrer und einmal die Formel-1-Konstrukteure. Daten sind hier, das ist die Tabelle Fahrer, hat diese Daten, und die Tabelle Konstrukteure hat diese Daten. Ich benutze hier DB-Browser für SQLite, das ist eine SQLite-Datenbank, allerdings den SQL, den ich hier zeige, gilt allgemein für alle SQL-Datenbanken, ist jetzt nicht spezifisch für SQLite-Datenbanken, sondern für alle SQL-Datenbanken gültig. Und wenn man jetzt anfängt und mit dem Select-Befehl, jetzt ist es so eine Art Norm, dass man alle SQL-Befehle in groß schreibt. Das erleichtert die Programmierung nicht nur in SQL, sondern wenn man jetzt zum Beispiel andere Sprachen benutzt, wie Python oder C oder PHP, und man will mit den Programmiersprachen SQL-Code ausführen, dann ist es hilfreich, auch hier, wenn der SQL-Code in Großbuchstaben geschrieben ist. Man kann so trennen zwischen SQL-Code und den normalen Python oder PHP oder was immer Code. Und deswegen ist so eine allgemeine Norm, dass man diese SQL-Befehle in groß schreibt, also zum Beispiel so, select. Jetzt, wenn ich jetzt alles will, alle Felder, egal wie die heißen, dann ist dafür der Stern da und dann ist der from und dann der Tabellenname. In dem Fall, ich habe ja eigentlich nur zwei Tabellen, Fahrer und Konstrukteure, nehmen wir mal Fahrer. Und so, und das war das. Jetzt kann ich dann diesen Code ausführen, entweder hier oder mit F5, und schon habe ich alle Tabellen da, alle Felder da von dieser Tabelle, alle Daten der Tabelle Fahrer ist jetzt, sind hier, werden hier dargestellt. Ich kann auch einzelne Felder nehmen, zum Beispiel nehmen wir an, ich will nur Vorname und Nachname und der Rest interessiert mich gar nicht. Das heißt, ich kann dann hier den Feldname Vorname, Komma, Nachname geben, und so habe ich dann jetzt nur diese Daten. Natürlich, die Reihenfolge ist egal, also ich kann auch natürlich Nachname, Vorname machen, spielt keine Rolle, und dann natürlich das Feld Idee zum Beispiel, so, und dann habe ich dann diese Frage. Natürlich, die anderen Daten sind somit nicht gelöscht oder so, sondern die werden ausgeblendet. Die Abfrage ist immer von der Gesamttabelle und man wählt hier, welche Felder man will. Was man auch später, wenn wir später sehen, wenn man jetzt zum Beispiel mit Joins arbeitet oder so, dass man zum Beispiel den Tabellenname zum Feldname hinzufügt. Also zum Beispiel, man kann auch die Abfrage so schreiben, also zum Beispiel Fahrer, weil das ist der Tabellenname, dann Punkt ID, das ist der Feldname, dann kommt das zweite Feld, Fahrer, Punkt Vorname. Und dann Fahrer, Punkt, Nachname. So, und so habe ich dann, ist identisch wie vorher, allerdings jetzt habe ich immer den Tabellenname zum Feldnamen hinzugefügt. Das ist, wie gesagt, hilfreich, wenn man mit mehreren Tabellen zusammenarbeiten, eine Art Join oder so, dann ist es hilfreich, wenn man auch den Tabellenname hinzufügt, weil oft haben mehrere Tabellen denselben Feldname, zum Beispiel ID oder so. Und deswegen ist es dann hilfreich, dass man einen Tabellennamen hinzufügt. Jetzt in dem Fall hier ist es überflüssig, aber trotzdem funktioniert es. Und man sieht hier, man hat dann die ganze Sache da. Jetzt, was man auch, wie man diese Felder schreibt, ist in jedem Programm unterschiedlich. Fast alle SQL-Pakete verstehen eckige Klammern um die Namen, also um die Tabelle und Feldname. Andere Programme verstehen auch mit diese Gänsefüßle, kann man auch mit Gänsefüßle trennen, den Tabelle oder Feldname, oder man lässt das so, wie es ist. Ich weiß, zum Beispiel in SQLite ist es egal, man kann so benutzen, man kann so machen oder so, das spielt keine Rolle. In SQL Server weiß ich auf jeden Fall, eckige Klammern funktionieren dort auf jeden Fall. Ich glaube, die sind sogar erforderlich. Bei Postgres ist es dann mit Gänsefüßle. Mit MySQL bin ich mir nicht so sicher, aber eins von deinen Formen wird immer funktionieren. Deswegen geht das immer.
Und man sieht hier jetzt, das ist jetzt ein bisschen Code, ein bisschen SQL-Code hier, man sieht jetzt die Befehle, die SQL-Befehle erkennt man von den Rest, in dem, weil sie groß geschrieben sind. Und so ist der Code wesentlich leichter zu lesen. Okay, so, und wenn man das jetzt ausführt, sieht man, das funktioniert genauso, null Unterschied. Ja, also einmal mit Klammern, einmal mit Gänsefüßen und einmal ohne etwas. Was man auch machen kann, nehmen wir an, jetzt ich möchte wissen, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mache Nation, Nation, dann habe ich jetzt alle Nationalitäten da drin und das sind jetzt, dadurch, dass wir 848 Staaten haben, habe ich dann so viele Nationalitäten hier. Nur das Problem ist, die werden oft wiederholt. Also hier zum Beispiel German, German und nochmal German. Dann French oder Finnish habe ich schon zweimal gesehen und so weiter. Wie kann ich jede Nation nur einmal darstellen? Und da ist ein Befehl da, da heißt distinct und das ist select distinct und da hat man dann die einzelnen Nationen. Jetzt haben wir nur 41 Nationen. Das heißt, es ist in der ganzen Formel 1, alle Formel 1-Fahrer durch die ganze Geschichte kamen aus nur 41 Nationen und das sind sie. Ja, und so, das ist mit dem Wort distinct. Man kann es auch sogar auch so machen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Vorname wählt und dann auf sieht man jetzt, es gibt wieder 848 Vornamen, weil so viele Daten haben wir. Aber erst, wenn wir jetzt sagen distinct, ich will wissen, welche Vornamen sind schon aufgetreten in Formel 1. Distinct. Und so, jetzt kann man hier merken, jetzt haben wir 848, wenn ich das ausführe. Sind das jetzt 469? Also, und das heißt, zum Beispiel keine Ahnung, die Pedros sind dann zusammen in einem, alle Pedros, alle Antonios, alle Ricardos und Patricks und so weiter. Okay? Während, wenn man ohne Distinct, dann kommen die ganzen einzelnen Namen für jeden einzelnen individuellen Fahrer. Das ist jetzt die Sachen, die man mit Select machen kann. Select ist sehr flexibel. Also, wie gesagt, man kann entweder alle Felder nehmen. Ohne Rücksicht, wie die heißen, oder man kann die einzelnen Felder, man kann die einzelnen Felder auflisten und mit Distinct kann man dann die Datensätze auf Unikate reduzieren und so hat man also sprich keine Wiederholungen.